Mayday, Mayday! Kymo Svenja erbittet Hilfe! Hört mich jemand? Mayday, Mayday, Mayday! Kymo Svenja erbittet Hilfe! Hört mich jemand? Mayday, Mayday, Mayday! Mayday, hier spricht Hermann Marvide. Wir hören Sie, Svenja. Mayday, wir haben einen Brand im Achterschiff. Es sieht echt übel aus. Wie groß ist der Brand? Er ist riesig. Das ganze Heck steht unter Rauch. Wir machen uns hier echt Sorgen. Sind Personen verletzt? Das kann ich nicht genau sagen. Einige Besatzungsmitglieder sind aus Panik ins Wasser gesprungen. Verdammt, bei diesem Wellengang? Wie viel? Keine Ahnung, wir sind die ganze Zeit mit Brandbekämpfung beschäftigt. Sie müssen uns helfen. Wir sind unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Brand und Schiffbrüchige. Das wird kein leichter Einsatz. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DGZL Simulator. Ja, ich bin's wieder, der Basti. Und Katamaran Freedom zurück auf See. Juche! Ich fass es nicht. Die schon wieder? Die werden doch jetzt wohl nicht wieder einen Versuch starten. Hier ist Fuhrmann Söhnken. Verlassen Sie sofort UKW-Kanal 16. Ja, ist ja schon gut. Ich ahne Schreckliches von diesen Unbelehrbaren. Egal, die Svenja ist jetzt wichtiger. Und das haben wir jetzt wieder mit diesen Katamaran-Leuten zu tun, die wir, glaube ich, in der Folge davor getroffen haben und cutten ein bisschen. Mayday. Deshalb ist es Marvide, auch so, ich kann Sie sehen, dass hier ganz schnell bestätige. Manche haben Sachen sich passieren. Ah, das sieht übel aus. Also wundert euch nicht. Sie müssen uns helfen. Wir wissen nicht, wie lange wir die Svenja noch halten können. Bald wird das Feuer auf unsere Ladung übergreifen. Was haben Sie geladen? Gerste. Und unsere Kollegen im Wasser konnten wir immer noch nicht bergen. Okay, da müssen wir schnell reagieren. Oder es gibt Kornbranntwein zum Abendessen. Pete, während du löscht, kümmere ich mich in der Varena um die Schiffbrüchigen da unten. Danke, Jasper. Ja, genau, dann löschen wir hier jetzt. Weil wir davor... Okay. Wie gesagt, wir haben gekartet. Ich habe gecuttet hier so ein bisschen. Ja, weil sonst hätte diese Folge diese Überlänge gehabt. 32 oder 33 Minuten waren es, glaube ich, am Anfang. Und ich sag euch, das ist nicht so unbedingt schön. Und ja. Naja, auch nicht für mich zum Kommentieren. Und es waren halt viele Wege und so. Ja. Halt. Ja. Da habe ich dann gesagt, nee, komm, das cutten wir. Dann haben wir halt die ganzen Wege rausgecuttet. Ja, passiert auch nicht viel, also wir löschen jetzt den Brand. Dann müssen wir die zurück eskortieren. Die Svenja. Ja, und die Svenja. Die Svenja und der Hermann. Ja. Ja. Darum habe ich hier ein bisschen durchgecuttet. MRCC Bremen, ich denke, wir haben den Brand unter Kontrolle. Aber wir werden uns wohl auch um Schiffbrüchige kümmern müssen. Verstanden, Marvide. Versorgt die Verletzten. Ich mache unterdessen klar, dass die Svenja auf Helgoland versorgt wird. Danke. MRCC Bremen, Verena ist zurück auf der Marvide. Und der Brand ist auch gelöscht. Svenja, wie ist die Lage bei Ihnen? Stabil. Aber wir haben immer noch schwere Rauchentwicklung. Wir kümmern uns gerade um Ihre Männer. Melden Sie sich, wenn die Lage kritisch wird. Machen wir. Vielen Dank. Genau. Das ist jetzt so. Yes. Die Verletzten sind jetzt stabil. Aber die Lage auf der Svenja gefällt mir nicht. Seenotleitung Bremen? MRCC hört. Wir werden jetzt die Svenja eskortieren. Wir kühlen sie dabei ständig mit Löschwasser zur Sicherheit. Okay. So, dann mal ab an den Löschmonitor. Genau. Jetzt lasse ich... Ich kann euch schon mal so viel sagen, also... Mayday! Svenja, wie ist die Lage? Mayday! Mittelprächtig. Das Feuer hat sich wieder ausgebreitet.
Wir wissen nicht, ob wir das Schiff so für eine Überfahrt halten können. Keine Sorge, wir helfen Ihnen. Wir fahren gemeinsam Richtung Helgoland. Die Marvede wird ab jetzt ständig die Löschmonitore in Betrieb haben. Wir werden damit die Svenja immer wieder während der Überfahrt kühlen. Alle einverstanden? Bestätigt. Dein Wort in Gottes Ohr. Gut, dann genau, Svenja, ich habe euch jetzt los. Das erste, wie Sie sich hier vorstellen können, kommen auch ein paar Feuer drin vor. Ne? Ein paar kleine Feuerchen, wie ihr aufflammen. Ja, habe ich euch jetzt ins erste bringen lassen. Den hast du rausgekattet, weil sonst, es bringt einfach nichts, wisst ihr? Ja, deshalb ist es so. Und ja, hier verlieren wir mal kurz die Svenja. Das ist auf der Überfahrt immer wieder ein bisschen passiert. Deshalb habe ich auch ganz viel rausgekattet. Einfach, weil es erstaunlich ist, ich habe das jetzt geschafft, von 33 Minuten auf 9 Minuten runterzukacken. Ja, ja, jetzt suchen wir die Svenja. Wo ist sie? Ist sie da? Ist sie? Genau. Jetzt wird gleich, glaube ich, das Feuer kommen. Ja, so in kürzerer Zeit. Ich habe euch jetzt nicht einfach gecuttet. Hier, zack, Geräte, zack, Feuer. Ja. Was ist los, Marvede? Wir verbrennen hier. Helfen Sie uns! Mayday! 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 Ja. Jetzt müssen wir da das Feuer löschen. Ja, und dann sehen wir uns, wenn wir das Feuer gelöscht haben, sehen wir uns auch schon auf der Überfahrt in den Hafen wieder. Ja, weil ich einfach so viel rausgekattet habe. Das Feuer löschen dort noch ein bisschen, vor allem wegen dem Wellengang und weil man da nicht so genau trifft. Also, übrigens bin ich da am Löschmonitor und lösche, während Andi fährt. Ja, einfach, das ist so eine Mission, die man zu zweit machen muss. Und deshalb, ich finde auch, die hätten da einen Multiplayer einbauen sollen. Weil wenigstens, dass man Schiffe zur Hilfe rufen kann. Ja. Und ja, das da hätte ich mir auch gewünscht. Und jetzt sind wir schon fast im Hafen, durch den Cut. Ja. Ich füge da jetzt keinen Effekt oder so ein. Und ja, da sind wir jetzt im Hafen. Ich muss die ganze Zeit auch ein bisschen auf die Zeit für ein Video achten. Weil die im Hafen, am Ende labern die dann nur noch und machen ein paar Witze. Ja, und ja, das ist halt für mich, du musst ab 9 Sekunden. Was ist los, Marvede? Wir verbrennen hier. Helfen Sie uns. Mayday, ja, genau. Mayday, das habe ich euch auch nochmal drin gelassen, das Feuer im Hafen. Einfach damit ihr seht, wirklich, dass es fast immer gebrannt hat bei denen. Ja, aber ab 19 muss ich mich dann, 9 Minuten, 10 Sekunden muss ich mich dann schon verabschieden. Weil, ja, weil das dann halt nur noch Gelaber kommt. Und jetzt werden wir den ein bisschen auf den Weg fahren und fördern. Nein, natürlich nicht. Nee. Weil wir halt nicht wussten, wo wir hin sollen. Ne? Und ja, es ist da. Ja, das war auch das Blöde bei der Überfahrt, die hatte gar keinen richtigen Plan. Ja. Und man selbst hatte keine Angabe, man hatte jetzt nur die Angabe, wo man hinfahren soll, nämlich in den Hafen. Aber sonst hatte man gar keine strikte Linie, die irgendwie gefahren sind. Ja, und ja, jetzt merke ich schon, es ist fast schon meine Zeit, um Tschüss zu sagen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, favorisieren, abonnieren, teilen und so was. Alle wisst ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Bis. Ach, ja. Okay. Fehler. Okay, und ciao! Jawohl! Wir schaffen es. Klasse. 1A. Da freut sich aber jemand. Wir sind so erleichtert. Wie geht es unseren Jungs? Die werden versorgt. Was macht die Ladung? Unbeschädigt. Sie haben verhindert, dass der Großbrand vom Achterschiff auf die Ladung übergriff. Es ist alles gut. Darauf haben sie sich einen Korn verdient. Haha, vielleicht später. Kein Alkohol im Rettungsdienst. Natürlich. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen können. Perfekt.
Aber jetzt lassen wir die Svenja erstmal auskühlen.